Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, um es am Anfang ganz deutlich zu sagen, wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten stärken die gesetzliche Rente und die Betriebsrente. Das ist kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Und heute geht es uns darum, mit der Betriebsrente plus möglichst vielen Beschäftigten die bestmögliche Betriebsrente zu verschaffen, an der sich die Arbeitgeber weitestgehend finanziell beteiligen. Und ich will als letzter Redner in der Debatte auf ein paar Punkte aus der Debatte noch einmal eingehen. Erstens, die Behauptung, wir würden mit diesem Gesetz die Entgeltumwandlung ausweiten, wird durch Wiederholung schlichtweg nicht wahrer. Ganz im Gegenteil, das Gegenteil ist richtig. Peter Weiß hat schon darauf hingewiesen, die Förderung für Geringverdiener, die wir in der betrieblichen Altersvorsorge einführen, übrigens durch parlamentarische Verbesserung auf Druck der SPD noch mal angehoben, die Geringfügigkeitsfördergrenze auf 2.200 Euro, setzt an der Finanzierung durch den Arbeitgeber an, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn die Geringverdiener dann noch was selber tun wollen, dann erleichtern wir es ihnen jetzt deutlich, den Riester-Förderbetrag mit in die betriebliche Altersvorsorge einzubringen. Zweiter Punkt, Thema Garantien. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, ich habe schon den Eindruck, Sie haben sich schlichtweg verrannt bei dem Thema. Denn anstatt sich mit dem Zielrentenkonzept mal auseinanderzusetzen, hören wir von Ihnen nichts als Polemik und Angstmache. Dabei geht es doch eigentlich um die Frage, sind Garantien für die Beschäftigten eigentlich gut? Und da hilft ein Blick in die Niederlande, wo es Renten, Betriebsrenten ohne Garantien ja seit Jahrzehnten gibt. Wir waren in der vergangenen Woche in den Niederlanden und haben dort gesehen, dass sich das eingezahlte Kapital zum Zeitpunkt des Rentenbeginns dort verdreifacht hat. Und wir reden hier darüber, dass wir die eingezahlten Beiträge nominal garantieren wollen. Das ist der Unterschied, meine Damen und Herren. Das ist der Unterschied. So, und ich meine, spätestens, wenn Sie sich mal umgucken und schauen, wer sind Ihre Bündnispartner, dann müsste Ihnen doch klar sein, dass Sie sich verrannt haben. Denn, also aus Zeitgründen jetzt nur ein Zitat. Sie sind Mitglied der IG Metall, also zitiere ich mal die Kerstin Schminke von der IG Metall mit Erlaubnis der Frau Präsidentin auf der gleichen Veranstaltung. Da hat sie nämlich gesagt, ohne Tarifexklusivität und ohne Garantieverbot ist die IG Metall raus. In dem Gesetz sieht Frau Schminke auch eine einmalige Chance. Diese Chance kommt nie wieder, soweit die IG Metall-Vertreterin Kerstin Schminke, meine Damen und Herren. Deshalb kann ich nur sagen, es ist ja nicht ehrenrührig, aber Ihre Bündnispartner sind die Versicherungswirtschaft und unsere Bündnispartner sind die Gewerkschaften in diesem Land. Meine Damen und Herren, ich will zum Schluss noch eines deutlich machen. Dieses Gesetz ist ja nicht am grünen Tisch entstanden, sondern dieses Gesetz ist entwickelt worden mit den Sozialpartnern, weil die ja wesentliche Teile dieses Gesetzes erst noch umsetzen müssen. Und das ist ja nicht immer einfach gewesen in diesem Prozess. Und dass dies so gut gelungen ist, das verdanken wir einer Frau, nämlich unserer Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles, die sich nicht durch Widerstände hat entmutigen lassen. Zum Schluss, ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, die mitgewirkt haben, dass wir es im parlamentarischen Verfahren so richtig gut hinbekommen haben. Und ich danke den beiden Staatssekretären, Frau Lösekuk-Möller und Herrn Dr. Meister. Herzlichen Dank.